schon wieder kleiner genannt? Ja, und er glaubt nicht, dass unsere Freunde uns retten werden. Aber sie sind unsere Freunde. Freunde helfen sich immer gegenseitig. Ich glaube nicht im geheimnisvollen Jenseits, Ducky. Ich bin groß und nicht klein! Klein! Deswegen Petri nicht liebt Abenteuers. Nein. Ich will nicht Abenteuer sehen, nicht Abenteuerreise gehen. Petri findet gar nicht schön, könnt ihr mir nicht verstehen. Petri, du musst mutig sein, wir holen die Freunde von dem Stein. Sie würden dich auch retten, klar. Das wohl sehr wahr. Na los, komm mit, da ist dein Weg. Ich hoff, dass der ins Freie geht. Dann sind wir frei. Ich bin dabei. Ein Abenteuer ist das hier und unsere Freunde retten wir. Wenn wir alle noch nicht wissen, wie. Mal Wurzelhöhen uns näher rangeführt. Gut gemacht, Ruby. Hey, nicht dafür. Wir müssen immer noch Ducky und Chomper retten. Schmerzen hast. Aber es tut mir nicht leid, dass du nicht an uns rankommst, um uns zu fressen. Nein, nein, nein. Er hat gesagt, ich bin zu klein. Und damit hat er recht. Wenn er loskommt, bin ich zu klein, um uns zu beschützen. Ich kann uns nicht von hier wegbringen. Genau, ich bin für alles zu klein. Du bist traurig, weil du klein bist. Aber in dir drin bist du doch groß. Chomper, du hast es tatsächlich geschafft, dass ich mich mit dir sicher fühle. Das hast du, das hast du. Hey! Immer dichter, gefährlich näher. Kralle auch näher?
Versteckt euch! Dass Kralle uns doch gerochen hat. Er hat uns nicht verraten. Chomper, du kannst mit dem Schafzahn sprechen. Sag ihm, er muss verschwinden, weil eine große verärgerte Herde unterwegs hierher ist. Alles klar. Himmelswasser, 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 wann das bloß aufhört. Ach, so bald nicht, Petri. Die Tage des fallenden Wassers haben doch gerade erst begonnen. Ich brauche einen Kuschelstock. Na, na, keine Sorge, Kinder. In unserem Nest sind wir sicher. Kinder, fliegt! Schnell! Fliegt wohin? Nein!